Was geht ab, Leute? Euer Schwedeboy hier am Start mit einem neuen Video. Wie ihr hier gerade sehen könnt, ich bin hier gerade nicht bei der Standard-Location bei Sascha oder bei mir zu Hause. Nein, ich bin heute hier bei einem ganz besonderen Zauberer? Magier? Ich würde einfach mal sagen, Alexander Staub, kannst du mal bitte nicht... Komm her. Perfekt. Was geht ab, Ober? So, fang mal an! Okay, ich würde einfach mal sagen, der liebe Alexander Staub hier, der macht hier ein paar Tricks und haut mich mal ein bisschen hier vom Hocker. Richtig. Ja. Aber das, was du halt gar nicht weißt, ist eigentlich, dass ich auch ein heftiger Zauberer bin. Du bist auch ein heftiger Zauberer? Krass, hau raus. Okay? Ja. Du siehst zum Beispiel hier meine Uhr, okay? Mhm. Jetzt guck mal, ich rede mit dir, ja? Ja. Du merkst es gerade gar nicht, weil du schaust ja mich eigentlich an. Und guck mal, und ich stehe. Sei mal weg, Digga. Hä, jetzt hab ich die an. Scheiße. Sein Blick so. Was? Cut, Alter. Okay. Ich fang ganz easy an. Und zwar, ich hab dir hier eine Streicherschachtel mitgebracht und hier so eine Nadel. Okay. So, weißt du, warum es cool ist, wenn du hier so die Nadel. Die geht ja hier ganz einfach durch, gell? Okay. Ja. Das ist jetzt soweit noch nichts Besonderes. Mhm. So bis jetzt. Und du siehst auch, zieh mal die Nadel auch raus. Überhaupt kein Widerstand, gell? Ja. Das ist ganz einfach. Zieh die Nadel ruhig ganz raus. Und bist du rechts oder links, Händler? Ich bin rechts. Okay, halt mal die rechte Hand auf. Und jetzt zeige ich dir mal, warum es so cool ist, dass das da einfach durchgeht. Weil das einfach was? Ist lieber Block hier drin. Leute, schaut's euch mal bitte an. Zieh mal eine Karte, tu mir mal den Gefallen. Schön, was damit. Oh, sehr gute Wahl. Nimm sie, schau sie dir an, merkst sie dir, zeigst du in die Kamera, ich drehe mich auch weg. Super. Jetzt, ich würde sagen, ich mische einfach hier mal die Karte, du sagst irgendwann Stopp. Stopp. Hier, legst die Karte da zurück. Nicht mehr vergessen, wunderbar. Die Karten kommen einfach hier drauf. Sonst nichts mehr. So, jetzt pass auf. Jetzt mache ich den Kartentrick, den habe ich tatsächlich bei meinem ersten Besuch bei TV Total gemacht. Und ich war total nervös und ich zeige dir auch warum. Ich habe nämlich geschnippt und habe gesagt, okay, jetzt verändert sich die Farbe von einer Karte. So, und hoffentlich war es die richtige. Und du siehst ja, alle Karten sind rot. Und wenn du die hier mal ausbreitest, siehst du, dass eine blaue auf einmal dabei ist. Richtig? Soweit so gut schon mal. Okay. Und jetzt war der Moment der Wahrheit, und wo man gucken musste, ob das die richtige war. Ist es die richtige? Digga, willst du mich verarschen? Das ist einfach die richtige. Hä, hey, aber warte mal. Okay, pass auf. Das könnte auch Glück gewesen sein. Du kannst ja durch Zufall irgendwie die Karte gezogen haben. Deshalb machen wir das einfach nochmal. Ich lege mal die Karten nochmal hier hin. Und wir machen das einfach. Machen wir das nochmal. Ich mische die Karten nochmal durch. Und ich gehe durchs Kartenspiel nochmal so durch, okay. Und sagst irgendwann Stopp, okay? Okay. Stopp. Hier, schau dir die Karte an, merkst du dir? Ja, hab ich. Hast du gemacht, perfekt, kommt wieder oben drauf, wir machen nichts mehr. So, jetzt pass auf, jetzt müsste das gleiche wieder passieren, das war der Moment, wo ich mega nervös war. Weil jetzt habe ich geschnippt, habe die Karten ausgebreitet und ich habe die blaue Karte nicht gefunden. Und das war ein super nervöser Moment, bis ich dann gedacht habe, ach komm, ist egal, ich schaue noch. Was war die Karte, die du als zweites gezogen hast? Das war, die zweite war hier König, nicht König, sondern Dame? Dame, ja. Der Karo Dame? Ja. Yeah. Perfekt. Und das kann nochmal alles gut gewinnen. Ja, Jungs. Wir machen was so. Wir überhaupt keine Fingerfertigkeit brauchen. Du siehst, das Kartenspiel ist gut gemischt. Okay. Alle Karten sind irgendwie unterschiedlich. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich werde jetzt durchs Kartenspiel so durchgehen und du sagst einfach irgendwann Stopp. Okay. Und dann versuche ich die Karte nicht irgendwie so wie gerade wieder mit den Händen zu finden, sondern ich versuche deine Gedanken zu lesen. Dafür brauche ich keine Fingerfertigkeit. Okay. Deshalb mach es ganz einfach, sag mal irgendwann Stopp. Stopp. Hier, schau dir die Karte an, merkst du dir? Ja. Hast du schon? Super. So, Rest kommt oben drauf, perfekt. Jetzt machen wir den Gedankenleser-Teil. Und zwar streck mal deine Hand aus. Perfekt. Und jetzt versuchen wir erstmal rauszufinden, ob deine Karte rot oder schwarz war. So. Wenn die Karte rot war, dann stellst du dir vor, wie meine Hand jetzt oder hier der Zwischenraum mega heiß wird, mega warm wird, okay? Mhm. Und wenn deine Karte eine schwarze Karte war, stellst du dir vor, wie meine Hand sehr kalt wird, okay? Okay. Oh, du merkst, die Hand ist kalt. Ne? Das ist eine schwarze Karte, kann es sein? Schwarze Karte? Okay, yeah. Cool. So, was? Hä, hey, warum war die jetzt kalt? Ist kalt, gell? Ja, warum? Jetzt probieren wir das nochmal. Die, wenn es eine Pik. Jetzt müssen wir rausfinden, ob es Pik oder Kreuz war. Kennst du den Unterschied? Pik, Kreuz, ist klar, oder? Ich zeig dir mal Unterschied. Hier ist Kreuz und hier ist Pik. Ja, ja. So, perfekt. Jetzt versuchen wir, ob es Peak oder ja, gut, Kreuz ist. Peak kenne ich als Blatt. Ja, oder Blatt, genau. So, jetzt strecken wir beide Hände aus und jetzt versuche ich mal rauszufinden, ob es Peak oder Kreuz war. Wenn du dir vorstellst, dass es Kreuz ist, dann stell dir vor, dass deine ganze Energie hier in die Hand reingeht. Und wenn es Peak ist, die ganze Energie hier rein, okay? Okay. Bist du bereit? Ist
Peak, definitiv Peak. Das ist kein Problem. Also es ist Peak, richtig? Ja. Also Blatt. Ja. Blatt, okay, gut. Okay, jetzt versuchen wir rauszufinden, ob es eine hohe oder eine niedrige Karte ist. Hohe oder niedrige Karte, da kannst du die Hände mal wegnehmen. Okay. Wir versuchen Folgendes. Stell dir vor, du sitzt am Pokertisch, ja? Du spielst mit Lazo, mit Sascha, mit Peter. Du spielst einfach eine super Runde Poker. Und du hast jetzt deine Karte auf der Hand. Okay. Wenn du jetzt eine hohe Karte hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du gewinnst. So, der Pot ist riesig groß. Alle haben ihre YouTube-AdSense-Einnahmen reingeschmissen. Du hast 50.000 Euro im Pot liegen. Ja? Und wenn du deine Karte jetzt... Ja, nicht viel mehr, ja. Da lädt ja keiner was hoch. So, du stellst dir vor, dass so ein Riesenhaufen Geld ist und wenn du jetzt eine hohe Karte hast, dann stellst du dir vor, wie du das ganze Geld einsackst. Mhm. Jetzt hast du eine niedrige Karte auf der Hand vielleicht. Und dann, wenn du eine niedrige Karte hast, dann stellst du dir vor, du bist so überzeugt von deiner Karte, dass du auch dein ganzes Geld da reingeschoben hast. Und jetzt aber Nico seine Karten rumdreht und du alles verloren hast. Okay. Okay, kannst du es für mich vorstellen? Lass dir nichts anmerken, Pokerface. Okay, du sitzt am Pokertisch, du drehst deine Karte rum, der Gewinn wird ausgeschüttet und ich merke, alles ist weg. Du hast verloren, es ist eine kleine Karte, kann das sein? Okay, super. Bei den kleinen Karten gibt es die 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Und jetzt versuchen wir einfach mal rauszufinden, welche das davon ist, okay? Okay. Sag, zähl mal bitte für mich laut von 2 bis 7. Von 2 bis 7? Genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt, okay, ist definitiv die 3. Du hast die Pik 3 genommen. Hä, warum das denn? Warte mal, aber warum das? Warte mal, warum das? Warum? Wie? Machen wir das einfach nochmal gerade, also wie jetzt, ja. Nur in Schnelldurchgang. Stopp. Schau dir die Karte an, merkst du dir? Ja. Super, die Karte kommt wieder rein. Jetzt konzentriere dich auch wieder genau, ob es eine rote oder eine schwarze Karte ist. Ja. Okay, Schnelldurchlauf, ist eine schwarze Karte, super. Konzentriere dich, ob es Kreuz oder Pik ist. Schnelldurchlauf, ist Kreuz, super. Jetzt machen wir weiter, hohe oder niedrige Karte, ist eine hohe Karte. Jetzt gehen wir nochmal weiter, hohe Karten sind 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass, ist es definitiv die 10, du hast die Kreuz 10, richtig? So. So, willst du mich verarschen? Ja. Ich mach's dir jetzt mal vor, was du jetzt gleich machst. Du nimmst irgendeinen Stapel runter vom Paket. Egal, ob du viele Karten nimmst oder ob du wenig Karten nimmst, das ist vollkommen dir überlassen. Du nimmst einen kleinen Stapel oder egal wie viel und schaust dir die unterste Karte an und merkst sie dir, okay? Wenn du das hast, dann hältst du die Karten so in der Hand, dass ich sie nicht mehr sehen kann, okay? Super. Mach ich dann auch weg, dass du genug Zeit hast, kannst du vielleicht auch in die Kamera zeigen. Okay. Okay, hast du, ich leg die Karten weg, brauchen wir nicht. Okay, das heißt, du hast jetzt eine Karte im Kopf, richtig? Ja. Super. So, jetzt versuchen wir auch erstmal ganz kurz rauszufinden, was die Karte war. Aber soweit waren wir ja schon mal. Also schauen wir, ob es eine rote oder eine schwarze Karte war. Das ist eine rote Karte, müsste auch eine Karo-Karte sein. Und wenn ich es mir recht überlege, ist eine niedrige Karte, die Karo 2. Kann das sein? Soweit, so gut. Jetzt machen wir aber noch einen drauf. Und zwar versuche ich jetzt mal rauszufinden. Ich bin am Arsch. Versuchen wir mal rauszufinden. Könnten 19 Karten sein, die du in der Hand hältst. Soll ich mal zählen? Ja, zähl mal aus, nimm eine nach der anderen, 1, 2, 3, zähl mal nach, wie viele Karten du hast. Soll ich die auch so? Genau, einfach so am besten eine nach der anderen, dass man mitzählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Super, Spendi, einwandfrei, das hat doch super funktioniert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hä? Das ist gut. Okay. Super. Jetzt, ich nehme dir mal den Stift ab und ich nehme dir auch die Karte ab. Das ist eigentlich, wie gesagt, das ist vollkommen egal, ob ich sehe, was die Karte ist. Die Kreuz 8. Wunderbar. Müsste trocken sein. So, Spendi, jetzt zeige ich dir mal, wie man testet, ob eine Karte echt ist. Komm mal auf. Okay. Yes, das ist, Nee, warte. Warte, was? Ich glaube, den... Nee. Leute, das war's für den Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also mich hat es wirklich vom Hocker hochgehauen und links, rechts und überall zerfetzt, ja? Super. Also falls ihr irgendwas gesehen habt, behaltet es für euch. Schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren. Eure Meinung einfach zu dem Thema Magie, sag ich mal. Glaubt ihr an Zauberei oder nicht? Ich würde mich einfach immer verabschieden. Vielen, vielen Dank dafür, dass du aber dir die Zeit genommen hast. Schaut auf jeden Fall noch beim guten Alexander Strauch vorbei auf dem Kanal. Wir haben natürlich auch für ihn ein Video gedreht. Alles klar, Leute, das war's dann mit dem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.